Mike, grüß dich, servus, liebe Zuschauer, grüß euch, herzlich willkommen. Thomas, sehr herzlich gegrüßt und wie immer einen herzlichen Gruß an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, irgendwie erstmal muss ich mich entschuldigen, weil ein Fehler im letzten Salongespräch, der Ton, heute ist er wieder in Ordnung, haben wir extra nochmal geprüft, passiert halt einfach auch mal, soll nicht, aber kann man nichts machen. Wir hatten es gerade, bevor wir die Kamera eingeschaltet haben, nochmal in unserem kurzen Vorgespräch. Mike hat es ganz gut ausgedrückt, wir kommen in eine neue Phase. Es wird nicht wieder, sondern immer heißer, so kann man es vielleicht sagen. Wir haben mehrere Themen heute und wir werden jetzt nicht jedes Thema in epischer Breite ausdiskutieren können, aber wir wollen mal anfangen. Ich würde gerne anfangen, Mike, was mir aufgefallen ist einfach, ich glaube, so deutlich hat man der deutschen Öffentlichkeit, wenn sie es denn überhaupt mitbekommen haben oder verstanden haben, die Botschaft, aber sie war schon ziemlich eindeutig, bei dem Besuch vom Kanzler Scholz in den USA, Biden, so deutlich wurde uns noch nie gezeigt, dass Amerika oder die USA hier komplettes Sagen haben und alles verhindern können, beziehungsweise in ihrem Interesse durchsetzen können, ganz konkret die Pressekonferenz im Weißen Haus mit Biden und Scholz, und Biden sagt, na, also wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, dann ist Nord Stream 2 gestorben oder tot. Ja, und Scholz lächelt daneben. Ja, ich meine, die Amerikaner haben mit Nord Stream 2 überhaupt nichts zu tun, weder finanziell noch Projekt oder sonst irgendwas. Und ganz kurz noch als Info, er wurde vorgestern nochmal gefragt in einer normalen Pressekonferenz der beiden allein, wie er das denn bewerkstelligen will. Der Reporter fragte wirklich, das ist doch eine innerdeutsche Geschichte. Ja? Und er meinte, I promise you, ich verspreche Ihnen, wir sind in der Lage dazu, das zu verhindern. Ja? Also er hat nochmal eines hinterhergelegt. Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, für den einen oder anderen Zuschauer, der das vielleicht nicht so im Thema ist, dass diese Nord Stream-Geschichte ja damals mit Schröder und Putin zusammen eingefädelt wurde und dass Deutschland einen großen Beitrag finanziell dazu leistet. Österreich übrigens auch noch, ja. Ja, aber rein Deutschland. Mhm. Und das ist ein finanzieller Beitrag, den natürlich immer, wenn ich von Deutschland spreche, der Deutsche zahlt, der Steuerzahler. Genau. Das sollte man immer wieder vor Augen halten. Würde dann auch versenkt werden. Wenn es um Geld geht, in Deutschland. Sehr gut. Das richtig. Geld kommt nur von denen, der die Steuern zahlt. Sonst hätte unsere Regierung keine Finanzmittel. Also auch wenn eine Regierung sagt, wir geben euch einen Bonus, indem wir die Steuern senken, oder wir geben einen Zuschuss hier, Wahnsinn. Oder wir geben was umsonst da. Wahnsinn. Das ist nie der Fall, weil es immer vom Steuerzahler bezahlt wird. Das ist brutal. Es ist so klar zu erkennen, wenn man es einmal verstanden hat, dass allein das schon ausreichen müsste, damit die Menschen jeden Tag auf die Straße gehen und sagen, Schluss, vorbei. Wunderbar, stimme ich dir hundertprozentig zu. Das ist so, man muss es wirklich sich betrachten, weil man auch, wenn man einmal, ja, genau, so ist es, aus diesem Trott rauskommt, dass es alles normal ist und einfach sich so gehört, ja, richtig. Das ist das, was ich auch immer wieder zwischendurch habe durchblicken lassen, auch in Titeln, die wir im Salongespräch hatten, zum Beispiel, wenn du aus der Tube einmal raus bist, gehst du da nicht mehr rein. Mhm, ja? Das kriegt man nicht mehr zurück. Ja. Und das sind all die Denkvarianten, die jeder von uns irgendwann in sich aufnimmt und dann versteht, egal was da erzählt wird, wir werden euch das und das ermöglichen, wir werden das und das geben. Nein, sie verteilen nur dein eigenes Geld. Also, geben dir wieder ein bisschen was zurück, ja, genau, im besten Fall. Genau, sie haben nie ihr Geld. Ja. Kein Politiker finanziert sich selbst. Ja. Sie werden alle von uns geschenkt. Finanziert. Nein, das muss uns klar werden. Aber ich wollte noch mal sagen, vielleicht einfach mal gesponnen, Brainstorming. Ich habe mir in dem Moment, wo diese Pressekonferenz, wo ich davon erfahren habe, was der da gesagt hat, der beiden gedacht, könnte, also das ist nur mal als Annahme, könnte es jetzt hier zum Beispiel sein, dass, das, dass der beiden das sagen muss, um die Deutschen auch ein bisschen drauf zu stoßen, Leute, euch ist schon klar, dass euer Kanzler hier irgendwie gar nichts zu sagen hat. Der kann hier antreten und die Akte unterschreiben. Das war's dann aber auch. Gut, dass du das erwähnst, Thomas. Aber ich will das Gespräch jetzt nicht verzerren, weil ich will auch auf deine ursprüngliche Frage eingehen. Ja? Aber erstmal zu dem, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Das ist es ja. Umso klarer du dir wirst, umso mehr kannst du
zwischen den beiden Optionen wählen und sagen, läuft hier ein Film, will man dir jetzt nur deutlicher erklären, was eigentlich passiert? Genau. Oder ist das wirklich so irrsinnig, wie es uns präsentiert wird? Weil es ist dann Irrsinn. Oder es ist ein Film. Gebe ich dir vollkommen recht. Dann, genau. Ist, wenn ein Film da ist, ist ein Konzept dahinter. Ja? Ein Drehbuch. Und dann hat man immer noch nicht das Drehbuch unbedingt verstanden. Weil es kann auch wieder eine Honigfalle sein oder was auch immer. Das ist ja das, wo wir immer weiter gefordert sind, unsere eigene Souveränität, unseren eigenen Geist wieder zu erwecken und tiefer und tiefer einzusteigen, um die Dinge zu verstehen, die da passieren. Aber zurück zur Basis. Schau, wenn also da ein Interview stattfindet, wie es stattgefunden hat, und du siehst einen deutschen Repräsentanten des deutschen Volkes, ich drücke es mal so aus, weil das soll er ja sein. Regierungschef, ja. Und dann steht da ein Amerikaner, der sagt, wir entscheiden, was ihr mit eurem Geld macht. Und mit eurer Energiepolitik. Weil ich habe doch gerade erklärt, dass wir das mitfinanziert haben. Deutschland, nicht die USA. Wie kann denn jemand, der gar keinen Einfluss haben dürfte, über deutsches Steuergeld letztendlich, ja, über das deutsche Steuergeld bestimmen und sagen, wir entscheiden jetzt, was da geschieht. Dann ist doch entweder hinter den Kulissen klar, dass sie natürlich den Einfluss haben, weil es keinen Friedensvertrag gibt als und Beispiel, so ja, keine Souveränität, weil es immer noch keine Souveränität gibt, oder weil sie einfach der Stärkere sind, plump ausgedrückt. So, die Optionen bleiben in der Offensichtlichkeit, aber jetzt frag dich selbst, und da ist der entscheidende Punkt, wo wir, glaube ich, alle immer wieder hin müssen, auch wenn sich das wie eine Wiederholung anhört und für den einen oder anderen auch tatsächlich eine Wiederholung ist, weil er es verstanden hat. Er ist aus der Tube raus. Er braucht nicht nochmal unbedingt den Hinweis, aber es gibt viele, die sind noch in der Tube drin, auch wenn sie glauben, schon draußen zu sein. Und kenne mich da selber wieder. Teilweise, ja, ich mich auch. Da kann sich wahrscheinlich jeder mehr oder weniger mit identifizieren. Aber wenn du solche Sachen hörst, siehst und dann nicht begreifst, dass es zum Himmel stinkt und du selber aber dann, weil du es nicht begreifst, weiter in dem Narrativ einfach drin schwimmst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du in einer Welt aufwachst, wo du Ketten um den Hals hast, um die Haare, um die Arme und um die Beine, ja? Symbolisch gesprochen oder tatsächlich. Das ist einfach so. Wir Menschen müssen das begreifen, dass jeder von uns in einem unterschiedlichen Bewusstseinszustand ist, die Dinge wahrzunehmen. Und jetzt nehmen doch mal unsere Gesellschaft, wie wir sie im Ganzen sehen, ohne die Nuancen, einfach mal im Ganzen. Wir sehen doch, dass weltweit, aber ich bleibe mal jetzt bei Deutschland, aber das kannst du auf jedes andere Land beziehen, wir hier immer noch jeden Tag Busse haben, die von A nach B fahren, Züge, die von A nach B fahren, Geschäfte, die offen haben, egal ob sie Beschränkungen haben oder was auch immer. Aber das Basislebenssystem, was wir haben, läuft doch noch, auch wenn es in den ein oder anderen Regionen beschränkter ist. Ja. Aber es läuft doch noch. Das kann nur laufen wie ein Motor, der bestimmte Zahnräder hat, weil die Zahnräder drin einfach noch mitmachen. Der gesamte Motor ist das System und die ganzen Zahnräder sind wir, jeder einzelne von uns. Solange wir also in diesen Motor uns noch als Zahnrad bewegen, ohne uns bewusst zu werden, dass wir das sind und dass wir das tun, und vielleicht sogar noch damit einverstanden sind, ja, das sind noch die noch tiefer in dem alten Narrativ drinstecken. Umso weiter wird das weiter knirschen und laufen. Und egal, denn wenn dann nur noch als Treckermotor da lang knattert, wird es immer noch irgendwie laufen. Weil noch zu viele an diesem Narrativ festhalten, weil sie nicht begreifen, wie sehr sie ausgebeutet werden. Dass sie praktisch in einem System sind, wo sie keinen wirklichen freien Willen haben. Wenn sie glauben, den freien Willen zu haben, ist das ihr Glaube, das ist nicht die Realität. Ja. Und du hast vorhin erwähnt, dass wir uns jetzt in einem neuen Abschnitt befinden. Das sehe ich genauso. Der Abschnitt,
der ist für mich einerseits zu erkennen aus dem rein Rationalen, was gerade geschieht. Dein Beispiel war das Interview, Pressekonferenz. Ja, Pressekonferenz, genau, nicht Interview. Und Beispiel 2 wäre jetzt, gestern fand in Kanada eine Sitzung des Parlaments statt, wo Trudeau sich erklären musste. Wir können da noch einen Link anhängen ans Video, weil das ist relativ umfangreich. Ganz kurz, das heißt übrigens auch damit, dass Trudeau wieder in Ottawa ist. Also er ist jetzt nicht irgendwie weggetaucht. Erstens das, weil das ist von gestern. Also in der Hauptstadt, ja. Ja, es sei denn, es ist eine fingierte Sache, was ich aber nicht glaube, weil es ist offiziell zu sehen, dass es in einem... Gut, könntest du jetzt auch nachbauen, aber okay. Aber wollen wir mal auf dem Teppich bleiben. Genau. Ja? Also das glaube ich nicht. Du siehst auch da die ganzen Parlamentsteilnehmer. Die Abgeordneten. Und du siehst dazu, dass in der Debatte Trudeau äußerst heftig attackiert wird. Auf Englisch und auf Französisch, weil beide Sprachen gesprochen werden. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man das erste Mal sieht. So, ich will aber nur darauf hinaus, dass das gerade stattfindet. Man kann bei all den Dingen immer sagen, ja, ist Schauspielerei und auch da sind alle Parteien und alle Abgeordneten unter einem Deckel. Mag so sein, mag nicht so sein, aber das in den Mainstream zu bringen und das wieder nach außen zu tragen, ist kontraproduktiv für eine Agenda, die am Alten festhalten will. Gebe ich dir vollkommen recht. Hilft ihm auch nicht, schadet ihm eher. Ja. Mhm. Ist für die Agenda, die etwas Neues will, hilfreich, aber nicht an einem Alten festzuhalten. Mhm. Ein Interview, was gerade wieder stattgefunden hat, und das war ein Interview mit einem kompetenten Wissenschaftler, der sich äußert zu dem Virus und deutlich erklärt, wie er die Situation einschätzt, dass sie extrem in die andere Richtung geht. Wir sind hier auf YouTube, darum muss ich mich gewählter ausdrücken. Müsst ihr ein bisschen kombinieren, liebe Zuschauer. Ja, und eben nicht auf der natürlichen Basis in die Welt gekommen ist. Und dass die entscheidenden Protagonisten, wie ein Fauci etc., davon wussten. Das gibt ja offiziell in dem Mainstream-Interview Welt bekannt. Dazu gibt er noch weitere Wissenschaftler, Nobelpreisträger darunter, die das ebenfalls bestätigen. Das heißt, es ist nicht eine Vermutung, oder Einzelmeinung, die da geäußert wird, sondern eine Bestätigung. Und in dem Interview wird auch explizit gefragt und nachgehakt und gesagt, ja, dann gibt es doch auch eine Verantwortungshierarchie. Das sind so gewählte Fragen, die man aus dem Mainstream nicht gewohnt ist. Ja? Im Mainstream wird es oberflächlich erwähnt, damit man es erwähnt hat. Damit für den Fall, dass irgendwann mal doch was rauskommt, man nicht sagen kann, ihr habt ja gar nichts gemeldet. Ja. Ja. Aber ist interessant. Das ist sehr interessant mit der Verantwortung. Genau. Weil damit kommt dieser Begriff auch ins Spiel. Damit fragt man sich dann auch langsam, ja gut, irgendjemand ist ja verantwortlich. Genau. Ja? Also worauf ich hinaus will ist, man merkt, dass das Niveau der Fragen sich verändert hat. Tiefer geht, ja. Und das Niveau gestiegen ist. Also die Fragestellung tiefer geht und dadurch das Niveau steigt. Ja, ist ja beides d'accord. Ja. Ja. Passt ja ineinander. Frage tiefer, aber das Niveau höher. Genau. Und das sind alles Merkmale, die auf mich wirken. Für mich. Kann ein anderer sieht das vielleicht wieder anders. Mhm. Aber das ist ja jedem seine Sache. So, und wenn das geschieht und das in dem Mainstream geschieht, dann muss da eine Logik hinter sein, die nichts damit zu tun hat, mit dem Begriff Zufall. Ja, weil Zufälle gibt es aus meiner Sicht sowieso nicht. Das ist meine Überzeugung. Aber im alltäglichen Gebrauch des Wortes Zufall, ja, dass da mal jemand was rausplappert aus Versehen, das hake ich ab. Mhm. Das ist gewollt. Also will man dort Dinge zur Sprache bringen. Und wenn man jetzt das aneinanderreiht und dann die Dinge draußen sieht, nächstes Bild, da ist der französische Präsident Macron bei Putin. Mhm. Und sie sind zu einem freundlichen Gespräch geladen, um sich auszutauschen. Und dann siehst du ja, Bilder sprechen doch auch für sich eine Sprache. Ja? Und dann siehst du beide an einem Tisch, nur die beiden, da sitzt kein weiterer. Der Tisch ist ungefähr
geschätzte 5, 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Meter lang. 10 Meter, ich kenne das Bild, ja. Mhm. Ja. Diesen riesenlangen Tisch, ja. Und am Präsidium, jeweils an der Kopfseite, sitzen die wie so ein altes adeliges Ehepaar beim Frühstück, ja, in ihrem Schloss, auch so ganz weit auseinander. Also man wahrscheinlich schon Schwierigkeiten hat, den Gesprächspartner zu verstehen, akustisch. Also wenn Bilder etwas aussagen, dann heißt das doch, da ist doch keine Nähe. Richtig. Das genau. Ist doch genau das Gegenteil. Richtig, ganz plakativ, ja. So, also was immer jetzt der Mainstream auch behauptet, das sind die besten Freunde oder sonst irgendein Blödsinn, dieses Bild sagt was völlig anderes. Und das haben die Russen freigegeben natürlich. Darüber haben die Macht. Ja. So, Bilder haben eine Aussage. Erinner dich an das Bild, wo Trump Putin den Fußball übergibt. Es ging umgekehrt. Putin an Trump. Nee, Trump an Putin. Da müssten wir nochmal nachschauen. Können wir machen. Meine Erinnerung, Trump gibt den Ball an Putin. Also ich kann mich nur erinnern, ich will es jetzt nicht ausbreiten, aber es war dann, wurde dann gesagt, hier Trump, der Ball ist in deinem Spielfeld. Irgendwie war das die Symbolik. Okay. Also ich will jetzt nichts Falsches aber sagen. Aber es geht um die Nähe. Ich weiß schon, was du meinst, darum geht es jetzt gar nicht. Aber, genau, es ging mir darum, der Ball wurde übergeben von dem einen zum anderen und sie waren dicht aneinander. Und es wurde was übergeben, sodass man sagen kann, da findet ein Austausch genau. statt. Genau, ja, stimmt. Ja. Ja? Ist was ganz anderes als diese Distanz. Ja. So, darauf will ich nur hinaus. Das ist der entscheidende Punkt. Wer jetzt wen was übergeben hat, das ist jetzt nicht das Thema gewesen in dem Zusammenhang. Also wenn man das in sich schlüssig zusammenfügt, dann macht das Sinn. Dann sind da zwei Menschen, die sich auf einem gewissen Niveau nahe sind und andere, die sind es eben nicht. Finde ich wirklich super, das Beispiel, weil du auch über diesen langen Tisch auch nichts austauschen kannst. Ja, schwer. Ja, schwer. Da geht es schon mal, also, da hört es schon ist auf. Ist eine Distanz zwischen, ganz klar. So, warum sage ich das? Ich sage das, weil das alles Puzzle sind, die man nachher zusammenfügt und ein Gefühl bekommt, was geschieht. Und dann muss ich das aber auch bewahrheiten, weil es reicht nicht, dass ich aus Bildern ein Puzzle zusammenstelle, ein Gefühl habe und dann passiert nichts. Jetzt passiert aber Folgendes. Teilweise sind die Dinge schon passiert, aber laufen weiter. Wie zum Beispiel die Trucker in Kanada. Da gibt es ja auch wieder die Diskussion, ist das eine geführte Opposition oder nicht? Mhm. Hatte ich ja schon gesagt. Selbst wenn es eine geführte Opposition ist, sie ist negativ für das alte Narrativ. Weil es nichts bringt. Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Darauf will ich nachher nochmal eingehen, an anderer Stelle, aber nur mal an der Stelle kurz betont. Mhm. So ist also für mich das Bild, dass dort weiter Druck ausgeübt wird. Und das habe ich in dem Parlament gestern auch gesehen. Ja, dass darüber mit Trudeau, ja, auf Trudeau. Haben auch die Trucker erwähnt und. Also sie sind nicht unwichtig, sind nicht unbemerkt. Also, Moment, entschuldige, ganz kurzer Einwand und nicht Einwand. Letztendlich hast du es ja schon gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, dass man davon ausgehen kann, diese Szene im Parlament oder diese Parlamentsdebatte, wo Trudeau sozusagen hier Maß genommen wird, wäre nicht passiert, wenn es die Trucker nicht gegeben hätte. Logischerweise. Ja, das könnte man so interpretieren. Ich will nicht behaupten, dass es nicht so ist, aber sie haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Mhm. Sie werden ja auch erwähnt. Genau. Darauf will ich hinaus. Mhm. Also sie sind nicht außen vor. Und wenn wir jetzt diese Punkte so zusammen addieren und wir sehen, zum Beispiel ist meine Information die habe ich nicht nur aus dem Mainstream, sondern auch von Freunden, die in Spanien leben, nicht nur auf Mallorca, sondern in Spanien direkt, aber auch auf Mallorca, da soll nächsten Montag Schluss sein mit dem ganzen... Mit allen Maßnahmen, ja. Genau. So, in England wissen wir, ist es schon vorbei. Mhm. In Schweden meines Wissens ist es vorbei. Und in Dänemark ist es vorbei. In Finnland sind sie schon noch ein Stück weiter. Da werden schon öffentlich Verhaftungen gefordert. Ja, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also das sind europäische Länder. Und damit ist für mich schon klar, da ist der Würfel schon längst gefallen. Mhm. Mhm. Es ist undenkbar, dass diese Länder in dem neuen Narrativ, das neue jetzt, bleiben und die anderen nicht nachziehen. Dann müssten die jetzt in dem neuen Narrativ sind, wieder zum alten zurückkehren. Also jetzt könnte man als Anti-Verschwörungstheoretiker sagen, ja, das machen die mit Absicht, damit sie ein paar Wochen
in der Situation sind und dann gehen die Zahlen wieder hoch seht und dann her, kann man sagen, seht her, die hatten doch... Wir müssen. Genau. Leider. Ja. Mhm. Also, kann man so sehen, wenn man das will. Ich glaube das nicht, weil es noch mehr Verwirrung unter den Menschen stiftet und noch mehr Irrsinn und in das Narrativ kommt. Und mehr Glaubwürdigkeit kostet. So ja. ist es. Mhm. Also, zumindest würden die einzelnen Regierungen der einzelnen Länder, die das gekippt haben, dann noch weniger Vertrauen haben. Genau. Oder besser gesagt, dass das Volk in diese Menschen Vertrauen haben. Also haben wir doch hier aus meiner Sicht eine Situation, die uns weiter sagt, dieses Narrativ kippt und wir sind in einer neuen Phase. Jetzt kann man sagen, okay, was passiert jetzt? Holen Sie jetzt das alte Thema Klimawandel raus, holen Sie jetzt das Thema XY raus, Kriege hier, Kriege genau. da. Oder erfinden Sie was ganz Neues, alles mal in den Raum gestellt. Das müsste dann passieren, um die Menschen weiter abzulenken. Letztlich geht es immer um Ablenkung. Dich aus deinem Feld zu bringen und dich in eine Ablenkungssituation zu bringen, wo du nicht mitbekommst, was eigentlich wirklich geschieht. Was du ja auch nicht mitbekommen sollst. Ja, genau. Also reden wir von dem Breakdown der Wirtschaft, dass es ein Ziel gibt, die Wirtschaft so zu ruinieren, dass es einen neuen Anfang geben muss, der dann wieder bestimmt wird über ein neues System, wo du dich wieder als Bürger unterordnen musst. Mhm. Und dann möglichst noch mit dem Gefühl, ja, ich habe ja keine andere Chance, ich muss das ja machen, weil wer hilft mir denn sonst? Du musst hilfsbedürftig sein. Ja, hast du kein Eigentum, hast du kein Geld, bist du hilfsbedürftig. Und der Staat kann dir denn weiter erklären, also nicht der Staat, sondern die Regierung, mhm. welche immer das ist, dass sie dir jetzt hilft. Genau. Dass sie dir gar nicht helfen kann. Unendlichen Barmherzigkeit, ja. Dass sie dir gar nicht helfen kann, weil sie gar nichts aufbaut, sondern du wieder aufbaust. Und dass sie dir auch kein Geld geben kann, weil du ja das Geld finanzieren musst, indem du Steuern in die Kasse bringst, sagt sie dir nicht. Diese Regierung, die so denkt, muss weiter an dem alten Narrativ mhm. festhalten. Oder sie haben eine Möglichkeit und würden kommen und sagen, pass auf, Kinder, die Wirtschaft ist zwar im Eimer und alles ist kaputt, wir müssen jetzt alles aufbauen, aber wir haben die freie Energie. Jetzt können die Maschinen laufen und das funktioniert alles mit 80-90% freier Energie und ihr Menschen braucht immer weniger arbeiten. Wir geben euch jetzt mehr Freiraum und das Geld fließt letztlich durch die Automation. Ja? Man, alles hat weniger Aufwand, dadurch, für den Einzelnen, dadurch ja. kann es preiswert hergestellt werden. Letztlich ist es so, dass du nachher gar kein Geld mehr in dem Sinne brauchst. Nur noch für bestimmte Güter. Mhm. Wäre eine nicht utopische Variante denkbar. Vorausgesetzt, du hast freie Energie und musst für Energie nicht zahlen. Genau. Ja? So, das wäre ja ein Prinzip, eine Option zu sagen, ja, ist doch eigentlich gut. Ist ja nicht schlecht. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wer offeriert dir das? Sind das die, die dir Gutes wollen, oder sind das die, die dich an ein neues Narrativ holen wollen, um dich damit weiter in diesem, sagen wir mal, tiefen Niveau des Denkens zu halten? Dich weiter in eine neue Ära zu bringen, in einen neuen Zeitzyklus. Das ist eine Logik, der man folgen kann, wenn man sagt, man weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Also, welche Absichten dahinter stecken. Ja. So ist es. Ja, das heißt, ja. das ist dann eine Variante, wo du den Begriff Honigfalle bringen kannst. Eine Honigfalle muss ja süß sein. Muss man Fisch dir schmecken, etwas geben, was Köder, dir schmeckt. Ja. Mhm. Es darf nicht nur was sein, was dich aus deiner Situation befreit, dass du sagst, ja, okay, du bist zwar im Dreck, aber jetzt gibt man dir die Möglichkeit, dich aus dem Dreck rauszuarbeiten. Dann bist du weiter im Dreck und arbeitest dich langsam raus. Das ist keine Honigfalle, ja, das ist harte Arbeit. Das ist nicht der Sinn, wenn man uns kontrolliert. Muss attraktiv sein. So ist ja. es. Darum ist der Punkt immer wieder an der Stelle, wo ich sage, beobachten, wahrnehmen und das Beste, was man eben kann, daraus für sich zu ziehen und zu sagen, da gehe ich mit, da gehe ich nicht mit. Und das ist letztlich auch der Aspekt, wenn man zu dem Punkt kommt,
was ist jetzt in der Welt, was hier geschieht, tatsächlich geschehen. Für mich sind die Masken eine unheimlich starke Symbolkraft einerseits und andererseits nicht nur eine Symbolkraft, sondern verkörpern die Wahrheit. Insoweit, dass man deutlich erkennt, wer gibt sich freiwillig dem Sklaventum hin. Und freiwillig bedeutet nicht immer, dass du wirklich glaubst, dass du freiwillig das tust. Mhm. Weil du tust es, weil man dir sonst gewisse Dinge nicht gibt. Und damit bricht man deinen Willen. Und damit ist dein Wille frei, aber nicht für dich, sondern für den anderen. Er benutzt deinen Willen. Verstehst du? Man gibt einem eigentlich das Gefühl, man tut es freiwillig. Genau, aber es ist nicht freiwillig. Genau. So, darum sage ich immer wieder, wenn die Masken fallen, von alleine. Das heißt, dass der Mensch in dem Moment, wo es noch heißt, du musst sie tragen, sie runternimmt, dann hast du selber eine Befreiung stattfinden lassen. Wenn die Masken fallen, weil es angeordnet wird. Wenn du darauf wartest, ja. Wenn sie dann fallen, weißt du noch gar nichts. Genau. Also wenn jetzt Menschen behaupten, ja, jetzt ist alles wieder schön, weil wir brauchen die Maske nicht mehr tragen, jetzt haben ja alle die Maske abgenommen. Das hat nichts zu sagen. Sehr gut, finde ich genauso, außer, ich meine, du siehst noch an den Leuten, die danach immer noch die Maske tragen. Nein, das ist so gut, da siehst du wieder das andere krasse Beispiel. Genau. Da siehst du die, die so tief da drin stecken, dass, ohne deine Wertung abzugeben, den zu verurteilen, einfach nur feststellen, der ist noch da drin, tief. Wir Menschen sind ja so tief in dem Narrativ drin, der eine mehr, der andere weniger. Schau mal, Thomas, meine Frage an dich. Und dann kann jeder Zuschauer für sich darüber nachdenken. Nehmen wir mal an, ich hätte dir vor 5 Jahren gesagt, Thomas, denk mal darüber nach, wie viel Steuern du hier in diesem Land zahlst. Bist du nicht der Meinung, dass du jetzt damit aufhören solltest? Und dann nicht nur sagen, ja, ich bin der Meinung, aber ich muss ja weitermachen. Wie hättest du geantwortet vor 5, 6, 7 Jahren? Hätte ich gesagt, nein, ich bin jetzt nicht immer einverstanden, was mit den Steuern passiert, aber mir ist klar, dass Steuern irgendwie für das Erhalt der Gesellschaft, des Landes irgendwie notwendig sind. Irgendwo okay. Muss es ja herkommen. Und wenn ich dich gefragt hätte, was glaubst du, wie viel Steuern du de facto am Ende des Tages zahlst? Ob du selbstständig bist, ob du Arbeitnehmer bist, inklusive aller Mehrwertsteuerzahlungen, inklusive aller Steuern, die du im Benzin oder sonst wo hast. Es waren, vor 5, 6 Jahren waren es schon 70%, vielleicht waren es 60 oder es waren wahrscheinlich schon 70, ja, okay. Oder mehr. Das Gefühl, gut, dass du es ansprichst, dieses Gefühl hatte ich nicht, dass ich ausgenommen werde wie eine Weihnachtsgans. Okay. Ja, und es haben wahrscheinlich viele Menschen in dem Land und in dem Land, muss man jetzt mit Deutschland mal wirklich allein sehen, weil wir die höchsten, oder vielleicht sogar momentan die allerhöchsten Abgaben und Steuersätze haben, eben auch nicht, weil es so, hat man glaube ich auch schon mal so ein bisschen angesprochen, es ging ja immer, es wurde ja nicht irgendwie von 10% auf 70% erhöht, ja, innerhalb von 2 Wochen, sondern es ging ja über lange, lange Zeiträume, genau. Um die Leute daran zu gewöhnen oder es nicht auffallen zu lassen. Ja. Das, was du jetzt gerade sagst, wieso und warum, ist auf alles zu beziehen, warum wir überhaupt in einem Narrativ sind, wo wir so vieles zulassen. Genau, so funktioniert es. Ja, ob wir von der Pharmaindustrie sprechen oder was auch immer, alles das, was uns da angetan wird, lassen wir ja zu, in gewisser Weise. Wehren uns nicht. Ja, ich stelle jetzt speziell diese Frage einmal wirklich an dich, wie du jetzt korrekt antwortest aus deiner Sicht und stelle gleichzeitig die Frage an jeden Zuschauer, dass er selber für sich darüber nachdenkt. So, jetzt haben wir also deine Aussage, die sich etwa mit meiner decken würde, 10 Jahre zurück. Ja, da hatte ich so noch keine Gedanken weiter. Aber ungefähr. Aber das ist bei jedem unterschiedlich. Aber jetzt sagen wir mal jetzt, in diesem Moment, jetzt, siehst du die Dinge ja anders. Mhm. Deswegen bist du ja nicht ein anderer Mensch geworden. Du bist ja immer noch der Mensch, der du warst. Aber du hast ein anderes Bewusstsein. Deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein hat sich erweitert. Ja, genau. Dazu musstest du nicht studieren.
Dazu brauchtest du keine besondere Schulung im Sinne von, dass du zu einem Seminar gegangen bist, wo man dir erklärt, wie das Steuersystem funktioniert. Ja. Sondern das Leben hat dich gelehrt. Mhm. Du hast mitbekommen, was da los ist. So, und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, im jetzigen Stadion, ist doch die. Wenn wir wirklich ehrlich darüber nachdenken würden, dann gibt es jetzt vielleicht noch viele Menschen, die dem folgen, was ich jetzt mal sage. Das ist nicht meine Meinung, aber das ist das, was, glaube ich, viele Menschen noch denken. Die sagen, wieso? Ich habe ein Auto, ich kann einmal im Jahr verreisen und ich habe das und das und das, muss nicht hungern, habe noch eine warme Heizung im Winter. Andere Länder, da ist das viel schlimmer, ist doch alles gut. Genau. So. Das ist okay, das kann man so sagen. Aber wenn man ihnen die Rechnung aufmachen würde und ihnen zeigen würde, was sie wirklich durch ihre physische Leistung an Arbeit, an Zeitaufwand, ist ja deren, jeden von uns eigene Energie, die wir geben im Leben, um etwas zu erwirtschaften. Ja? Und wenn ich das in Rechnung stelle und dann gegenüberstelle und sage, was wirklich der Wert ist, das heißt, was sie wirklich jetzt hätten, und wir könnte ihnen sagen, pass auf, ihr hättet jetzt, wenn man euch vernünftig, ehrlich honorieren würde, das Hundertfache von dem, was ihr jetzt habt, das würdet ihr zwar nicht brauchen, weil du brauchst keine 20 Autos, ja, es sei denn, du bist ein Autonah, aber du könntest jetzt sagen, du hättest dieses Vermögen im Sinne zur Verfügung. Ohne dass du es nutzen musst. Jetzt könntest du sagen, na gut, dann gebe ich nur noch ein Viertel meiner Leistung, habe immer noch 20 Mal mehr als vorher. Darauf wollte ich hinaus. Andersrum könnte man ja sagen, du hättest eigentlich nur ein Hundertstel oder von mir aus ein Zehntel deiner Lebenszeit aufwenden dafür müssen. Dafür geopfert. Genau, und du hättest den gleichen Standard gehabt, dein Häuschen, dein Auto, dein Urlaub. Genau, und was wäre dann? Dann hättest du 80%, 90% mehr Lebensqualität, wo du dein Leben gestaltest, ohne dass dir irgendjemand was vorschreibt. Was du machen möchtest. Und wann nicht, du aufzustehen was du musst, hast, ja. Wann du hinzugehen hast, was du zu tun hast. Das würde deinen Geist befreien. Hamsterrad, Stichwort, ja, wäre noch. Das würde deinen Geist befreien. Das heißt, die Menschen, die dich kontrollieren, für die ist das Schlimmste, was passieren kann, dich zu befreien aus dem Hamsterrad. Darum können sie nicht aus den Regierungsparteien heraus dir das System verfeinern, im positiven Sinne, dass es dir besser geht. Mhm. Sie müssen dafür sorgen, dass du immer weiter im Hamsterrad bleibst. Immer weniger Zeit zum Nachdenken hast. Und sie haben zwei Optionen. Entweder lassen sie das Narrativ dahin laufen, wie sie es jetzt machen, dass sich alles verteuert, dass du immer weniger hast, weil wir leben in einer künstlich erzeugten Fantasiewelt, wo wir glauben, dass es Mangel gibt. Es gibt in Wirklichkeit auf diesem Planeten keinen Mangel. Man kann ihn künstlich erzeugen, aber es gibt keinen Mangel. Den Mangel, den man dann erzeugt, der führt dich wieder ins Hamsterrad. Das ist Variante 1. Das funktioniert aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil ab einem gewissen Mangel sagt der Mensch auf einmal, mit denen gehe ich nicht mehr mit. Von denen kriege ich ja nur Schlechtes. Sie müssen dir dann irgendwann wieder anfangen, ein bisschen was zu geben, damit du das Gefühl hast, na ja, okay, da kommt ja doch was zurück. Genau. Mhm. Ja, du bist dann aber trotzdem jemand, der sich extrem abhängig macht von denen, die dir sagen, was du machen sollst. Oder sie offerieren dir noch mehr am Positiven, noch mehr Freizeit und damit würden sie sich selbst immer mehr aus ihrer Position entfernen, dich unter Kontrolle zu halten. Verstehst du, warum über die Jahrhunderte es immer Kriege geben musste, es Seuchen geben musste, es Zeiten geben musste, wo etwas runtergeht, damit es dann wieder aufgebaut wird? Wenn du die uns offerierte Geschichte rekapitulierst, ohne dass ich sage, dass sie exakt so stattgefunden hat, wie man sie uns erzählt. Das stelle ich noch in Frage. Aber nehmen wir mal nur den Punkt an, so wie wir es offeriert bekommen. Dann erkennst du genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Wellenform. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Und wenn du dich damit beschäftigst, kriegst du immer mehr mit, dass es künstlich erzeugt ist.
Wenn du nachher verstehst, dass gewisse Krankheiten gar nicht durch sich selbst entstanden sind, sondern durch die Umstände, die erzeugt wurden von Menschen, damit diese Krankheiten in die Welt kommen. Und nicht erst seit jetzt. Wenn es dann über die Jahrhunderte immer mehr verfeinert werden konnte, weil sich die Menschheit in gewisser Weise technologisch weiterentwickelt hat. Bis dahin, dass es eine Pharmaindustrie gibt, die pharmazeutische, selbstentwickelte Stoffe den Menschen einindoktriniert über den Glauben, dass es gut für ihn ist. Und das sowohl in der Nahrung als auch da, wo man sagt, man will dir Heiles tun, dich heilen. Ja. Aber das letztlich nicht zum Heilen dient, sondern dich in einer gewissen Weise krank hält. Damit du weiter abhängig bist von ihren Produkten. Das ist der äußere Aspekt, der eine Rolle spielt. Mhm. Damit kann man sagen, wird der simpelste Weg des Egos erfüllt, haben zu wollen. In der Form von Profit. In der jetzigen Gesellschaft sprechen wir davon Geld, Vermögen. Aber der andere und viel wichtigere Aspekt ist der, Macht haben zu wollen. Mhm. Die Medikamente dienen dafür, über dich Macht zu haben. Dich abhängig zu machen. Wenn ich in der Pharmaindustrie bin und gebe dir Stoffe in dein Essen, die deinen gesunden Körper noch gesünder machen oder zumindest gesund erhalten, arbeite ich doch gegen mich. Altes Thema, ja. Wenn ich dir Medikamente gebe, die deinen Körper gesund machen, arbeite ich doch gegen mich. Kunde verloren. Es ist doch offensichtlich. Ja, ich muss doch nicht Verschwörungstheoretiker sein, um das zu erkennen. Das hast du aber ganz kurz, nur kurz eingebracht für die Zuschauer, damit sie eine Vorstellung haben, das hast du auch ein Flüchtlingshilfsverein hat kein Interesse, dass es keine Flüchtlinge mehr gibt. So ist es. Ja. Also all diese Vereinigungen, wenn wir das erstmal begriffen haben, dann zieht sich das durch das ganze System. Biblisch gesprochen ist es das Tier, das System, was uns versklavt. Was die Macht vom Drachen hat, die Symbolik für den Teufel. Ja? Wenn man es aus der spirituellen, biblischen Sicht sieht, ist das so. Wenn du zum Beispiel das Narrativ der Bibel beobachtest, wieso, wie man sie uns offeriert, dann ist das Erste Testament doch voll behaftet von einem egoistischen Gott. Der dir ständig Prüfungen gibt. Strafender Gott auch und so. Der dann straft und seine eigene Schöpfung korrumpiert in Gut und Schlecht. Weil ohne Gott kann ja nichts sein. Es kann kein Mensch sein ohne Gott, ohne die Schöpfung. Kein Planet, kein Universum. Außerhalb von ihm kann keiner sein, der was geschöpft hat. So, ein Gott, der ein auserwähltes Volk in die Welt bringt, wäre doch kein Gott im Sinne, wie wir einen liebenden Gott betrachten. Ganz im Gegenteil zum Neuen Testament. Im Neuen Testament wird auf einmal der Gott neutral und sagt dir, es geschehe dir nach deinem Willen. Und es gibt 10 Gebote, wo das deutlich erkennbar ist und aus der Bergpredigt von Jesus auch. Wobei, wie gesagt, die Bibel immer mit Vorsicht zu genießen ist, wie alle alten Bücher, weil sie auch teilweise verfälscht sind. Aber von der Logik ist es doch klar, dass wir hier von 2 anderen Varianten eines Gottes sprechen, vom ersten zum zweiten Testament. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn du die Tora als Ganzes siehst, ist sie nichts anderes als das erste Testament. Da hängt man also noch einen Gott nach, der straft und der ein auserwähltes Volk ins Paradies holt. Und das hat man auch benutzt in der Geschichte immer wieder mit Völkern. Auch Deutschland, zu sagen, wir Deutschen sind das auserwählte Volk, wäre genauso ein Narrativ, wo ein Gott sagt, dieses Volk ist auserwählt, ein anderes nicht. Es widerspricht der Logik der Freiheit, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind.
Ohne Unterschiede, ja. Mhm. Ein Volk mag bestimmte Eigenschaften haben, was ein anderes nicht hat. Das ist die Individualität eines jeden Menschen. Und das setzt sich natürlich auch in dem Bevölkerungsreichtum wieder durch. Ja? Ja. Aber das zu begreifen und da nicht drauf zu warten, dass der Erlöser kommt oder das Volk, was jetzt alle erlöst, das ist auch ein Narrativ, was man erstmal begreifen kann oder sollte, um sich zu befreien, immer auf irgendwas zu warten. Ich warte jetzt darauf, dass die Regierung das und das macht. Richtig. Wunderbar, Mike. Richtig, das ist es. Ja, das Warten willst du nicht bringen. Ich warte jetzt darauf, dass jemand um die Ecke kommt, der mir die freie Energie liefert. Möge man mir nochmal Popcorn bringen vielleicht noch, da kommt dann vielleicht Und ich warte und ich warte und ich warte und dann warte ich immer noch. Und dann warte ich auf den perfekten Sturm. Der soll dann jedes Jahr einmal kommen. Und dann noch besser, dann bringe ich Negativität in die Welt, auf die ich die Menschen aufmerksam mache, auf die sie warten sollen. Blackout. Kein Essen mehr. Handelsketten brechen zusammen. Das sind doch alles Theorien, die Negativität hervorrufen. Ja. Sorge. Ist das produktiv für eine neue Zukunft? Nein. Das oder ist, destruktiv? Destruktiv, das drückt dich runter, es sorgt dich. Wenn ich erkenne, dass da draußen am Markt die Dinge sich ändern, das erkenne ich ja, Preiserhöhung, alles das, ich weiß aber, dass das künstlich gesteuert ist. Mhm. Ich weiß auch, dass die Handelsketten, wenn sie zusammenbrechen, künstlich zusammenbrechen und nicht, weil sie es einfach aus sich heraus tun. Und dann sage ich mir, ich glaube nicht, dass das geschieht. Und weißt du warum? Weil wenn das geschieht, dann gibt es die Aufruhr, die die Politik auf gar keinen Fall braucht. Weil dann rollen Köpfe ab einem gewissen Moment, wenn keine Nahrung mehr da ist. Aber wenn du wirklich dahin gehst, dass du sagst, jetzt gehst du in den Supermarkt, da ist nichts mehr. Und nicht nur einen Tag, sondern drei Tage, vier Tage, eine Woche, einen Monat. Dann ändert sich das Leben. Dann ändert sich alles. Dann ändert sich alles. Ja. Da gibt es dann die Hartgesottenen, die holen ihre Gewehre aus dem Keller und gehen hin und schießen. Das gibt es auch. Das ist nicht derjenige, der vielleicht jetzt hier uns zuschaut. Und du und ich nicht. Aber die gibt es. Nein. Ich bin ja so, ich sehe das genauso wie du. Ich sehe es, man könnte vielleicht sagen, es lässt sich, also einmal, weil dann wirklich die Verantwortlichen selber Angst haben müssen, hier jetzt vielleicht gefragt zu werden, sage ich mal. Welchen Anteil hast du daran? Das ist ja noch sehr simpel sanft aber ausgedrückt. Auch generell können sie kein Interesse haben aus diesen Gründen, aber auch generell, weil sie damit, auch sie damit die Kontrolle verlieren würden. Ja, guck mal, noch ein Punkt. Wenn du darüber sprichst oder wenn wir darüber sprechen würden, was vor einigen Jahren schon Narrativ der sogenannten Verschwörungstheoretiker war. Hillary Clinton kommt und es gibt einen Atomkrieg. Ja, genau. Ja? Kriegstreiberin und so weiter. Ja. Habe ich damals nicht geglaubt und jetzt nicht. Egal, ob sie an die Macht käme oder nicht. Ja, glaube ich, habe ich auch nicht geglaubt. Weil wenn es diese Atomkraft gibt, so wie man sie uns erklärt, und es würde einen Krieg geben, dann bleiben auch die nicht mehr auf dem Planeten. Dass sie da unter der Erde 500 Jahre sich in Tiefschlaf legen, das kann alles sein, Utopie, ich glaube das nicht. Das kann nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Weil was wollen denn die? Die wollen im Saus und Braus leben. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie anerkannt werden als die Oberschicht, Upper Class, und sollen anerkannt werden als die Führer. Ja. Und dann sollen sie mit all dem Prunk und dem, was sie da haben, leben. Das ist doch deren Idee. Und die ist nicht zu verwirklichen nach einem Atomschlag. Die wollen doch nicht im Keller leben. Ja, im Bunker, nicht mehr rauskommen können, zwar leben, aber... Ja, und dann kommen die Utopien, da unten, da haben die aber Städte, die sind aufgebaut wie New York City und... Ja, okay. Ja, wenn das der Fall wäre, was absoluter Irrsinn aus meiner Sicht, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir schon längst einen Atomkrieg. Richtig. Ja, also, dann würden sie gutes Argument. Dann würden sie nicht so einen Schwachsinn machen wie diese... Covid-Geschichte. Ja. Das ist doch aus meiner Sicht gesehen, ich will nicht sagen, das will ja nicht arrogant sein und sagen, dass ich das durchblicke. Vielleicht durchblicke ich ja gar nichts und sehe alles völlig falsch. Aber meine Überzeugung ist, dass das so primitiv ist. Das ist viel zu leicht zu durchschauen.
Und das Spiel, was hier geschieht, ist entweder so mega clever, dass man uns diese leicht durchschaubare Kiste präsentiert als etwas, wo wir Dummköpfe dann wieder in die nächste Honigfalle tappen, weil wir es nicht durchschauen. Wenn wir es nicht durchschauen, was kann ich machen? Dann kann ich nur sagen, es ist so. Dann kann ich mich mit meinem Geist anstrengen, so viel ich will, aber wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Mhm. Ja? Und muss ich weiter daran arbeiten, vielleicht schaffe ich es dann irgendwann. Das ist auch meine Idee. Ich würde nicht aufhören, geistig mich weiter zu versuchen zu entwickeln. Aber wenn dieser Punkt jetzt der ist, dass man sagt, okay, es muss sich ändern. Das Narrativ, in dem wir waren, war wie? Mehr, 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 mehr. Genau, Wachstum, Wachstum, Wachstum. So, warum war das da? Damit wir eine Zukunftsvision haben. Aber es hatte sich was geändert in den Jahren vor 2020, dass immer mehr Menschen, egal ob sie jetzt als wach bezeichnet werden oder verstanden haben, dass das System ein Negativitätsfaktor ist, ja, der größte, den es gibt in dieser Welt, ja, haben sie angefangen, weniger zu kaufen, weniger Konsum. Nicht, weil sie weniger Geld nur hatten, sondern weil sie keinen Bock mehr hatten. Sie haben gewisse Musik nicht mehr gehört, nicht mehr gekauft. Mhm. Sie haben gewisse Filme nicht mehr gesehen. Sie haben gewisse Schauspieler nicht mehr in den Himmel gehoben. Was bedeutet das? Das sind alles nur Beispiele dafür, dass der menschliche Geist an einem Punkt angekommen ist, durch die Bank weg, wo das mehr haben wollen nicht mehr der entscheidende Aspekt war. Wo man hinterfragt hat, so wie jetzt zum Beispiel ein Wald hier in Deutschland abgeholzt wird, damit man den größten Irrsinn machen kann, einen Lungensystem, ja, Bäume, die uns Sauerstoff geben, abzuholzen, um dann Windkrafträder hinzustellen. Das passiert gerade. Genau, Reinhardswald, Märchenwald, ja. Muss man sich mal überlegen. Ältester Wald Deutschlands, 200 Jahre alte Bäume. Müsste ein Aufschrei geben, ja, bis sonst wohin. Gerade bei den Grünen, die haben es übrigens durchgesetzt. Aber du hast jetzt gerade gesagt, warum Aufschrei? Weil gerade das, was du gerade sagst, die, die uns erklären, dass sie grün sind. Ist wieder eine Umkehrung, sind wir wieder da. Es ist das. Mhm. Und umso mehr Menschen das begreifen, umso schwieriger wird es für andere, uns zu kontrollieren. Die Kontrolle funktioniert nur so, solange du mit Scheuklappen durch die Welt rennst, egal aus welchem genau. Grund. Ja, genau. Welche Motivation du hast, diese Scheuklappen nicht abzusetzen, hat jeder seine eigenen Ideen, warum das so ist. Aber jetzt zu begreifen, dass wir in der Phase, in der wir sind, auf uns angewiesen sind. Es bringt nichts, dass ich die neuesten Nachrichten den Menschen verkaufe, erkläre. Wenn sie das konsumieren und immer warten, dass irgendwas passiert, wo es jetzt besser wird. Mhm. Sie wollen hören, dass da was geschieht und hier was, ja, dann wird es vielleicht besser. Da pumpen sie nur Informationen in sich rein, die vielleicht dazu führen, dass wirklich da mal was passiert oder dass sie an etwas Hoffnung setzen, wo es nicht passiert. Aber was haben sie selbst gemacht? Nur konsumiert. Information konsumiert. Das reicht nicht. Mhm. Die Information, die wir konsumieren müssen, ist die gottgegebene Vernunft. Die gottgegebene Vernunft müssen wir konsumieren. Die muss wieder hier einfließen. Und wir müssen begreifen, dass wir dann die Dinge, die da draußen geschehen, auch aus einer anderen Perspektive sehen. Und dann nicht mehr gleich losrennen und wenn wir eine Nachricht hören, die uns verängstigt, dann in Angst und Schrecken sind. Weil wir Argumente in uns haben über die göttliche Vernunft, wo wir sagen, Moment mal, nein, das wird nicht passieren, aus dem und dem Grund nicht. Wieso, wie ich das gerade aus meiner Sicht beschrieben habe, in Bezug auf die Handelsketten. Ja. Ja, vielleicht werde ich ja Lügen gestraft mit dem, was ich gerade sage. Ich bin ja kein Prophet und kein Allwissender. Aber trotzdem sage ich selbst hier, auch wenn ich Lügen gestraft werden sollte, meine Überzeugung in diesem Moment ist, es wird nicht geschehen. Mhm. Sie können es noch ein bisschen versuchen zu verknappen, um Angst zu erzeugen. Aber es wird nicht zusammenbrechen.
Darf ich dir noch, um das zu unterstützen, liebe Zuschauer, vielleicht habe ich schon mal gesagt, aber ich fand es eine interessante Äußerung. In den letzten Zügen des Dritten Reichs war Goebbels, der Propagandaminister war, und andere Nazi-Größen saßen zusammen und da wurde gesagt, wir können uns viel erlauben. Wirklich viel und konnten uns auch viel erlauben. Aber wir dürfen uns auf gar keinen Fall erlauben, dass die Bevölkerung nichts mehr zu fressen hat. Ja, na klar, ja, das ist doch weil dann, das ist die Französische Revolution, das ist 1918 eine Revolution in Deutschland, ja, der Zuckerrübenwinter oder Steckrübenwinter, ja, so wie es richtig und so weiter. Es hat immer, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Es hat irgendwann, da bricht es dann darauf runter, ja, und da hat jeder Angst, ja, weil die Leute dann auch nicht mehr berechenbar sind. Und nicht mehr kontrollierbar. Ich sehe das genauso, wie du das gerade sagst. Aber warum ich das erwähnt habe, ist nicht nur der Grund, auf diesen Kern zu gehen, ja, dass der Mensch dann so reagiert, wenn er nichts mehr zu essen hat. Sondern das kann ich aufs Allgemeine beziehen, wenn es darum geht, den Angstfaktor in die Welt zu tragen. Darum geht es mir. Verstehe. Mhm. Ich erkenne das auch an anderer Stelle. Wenn es heißt, es gibt eine Pflicht, mhm, eine verpflichtende, bindende Pflicht, dass du das machen musst, mhm, die wird es nicht geben. Da bin ich mir auch sicher, ja. Die wird es nicht geben. Reine Druckerliste, ja. Mhm. Ja, sie werden so lange drohen, bis zum letzten Faden, aber dann am Ende der Kette ist Schluss. Es sei denn, du hast den überwiegenden Teil der Bevölkerung, der dazu Beifall klatscht. Der ist aber und nicht mehr zu sehen, ja. So ist es. Und darum wird das nicht geschehen. Und so, das sind immer alles nur Beispiele. Alles, was wir in unserem Salongespräch, was ich jemals gesagt habe, sind nur Details an Beispielen, aber umfasst nicht das ganze Konzept. Das ganze Konzept ist sowieso zu verstehen, dass alles auf dem Kopf steht. Wir bringen immer nur Beispiele dafür. Immer wieder, liebe Leute. Ja. Mike, wir sind zwar schon kurz vor Schluss, aber das möchte ich jetzt noch, wenn wir das jetzt noch ranhängen können, das Thema zumindest kurz anschneiden, weil es passte so gut, wo du, als du gesprochen hast vom Warten, ja, auf den Sturm. Ja. Da fällt mir doch unter anderem auch der gute oder vielleicht auch doch nicht so gute William Towell ein. Ja. Ja. Da müssen wir mal, also ich, vielleicht stimmt mir Mike da auch zu, dem Volkslehrer, dem lieben Volkslehrer, mal gratulieren oder ein Kompliment aussprechen. Da gibt es ein Interview mit William Towell und da, sage ich mal so, kommt der gute Towell da schon ziemlich in Stocken und in Erklärungsnöte. Ja, kann man das so sagen? Ja, also ich würde da gerne noch Folgendes zu Nikolai sagen. Ich kenne den Nikolai, heißt er, ja? Nikolai, den Nikolai, ja. Kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht seinen Channel, aber ich habe dieses Interview gesehen. Und ich möchte auch, weil ich eben ihn und auch seinen Channel nicht kenne, nicht den Eindruck erwecken, dass ich da irgendwie ein Promoter bin, weil ich da hinterstehe, was er sagt, weil ich weiß es nicht. Es geht nur, ja, um das Interview, alles, ja, andere ich weiß da auch nicht. Ich weiß zu wenig, um da mich äußern zu wollen, weder ins Negative noch ins Positive. Und das gesamte Interview hat auch ein paar Phasen, wo ich ein bisschen skeptisch bin in den Ansichten, die da vertreten werden. Aber darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass die Snippets, die wir hier aus diesem Teil einmal haben, und natürlich können wir auch das gesamte Interview ranhängen, ganz klar. Aber in diesen Ausschnitten, da wird so klar für mich auf den gravierenden Punkt eingegangen, wo Antworten für mich deutlich zeigen, dass ich kein Vertrauen in diese Person habe. Ja? Den Tör, der mag sein, wie er will, für mich ist es nicht vertrauenserweckend. Ja, kann ich so mitgehen? Ja, es ist Gegenteil von vertrauenserweckend. Für mich ist es sehr, sehr fragwürdig, was ich da höre, wie er Antworten gibt im Zusammenhang. Ja, erschließt sich mir nicht, da was Positives rauszusehen. Wir werden es unten in die Beschreibung noch einfügen. Wir werden es auf unserem Telegram-Kanal hochladen oder auf die Mediathek, wie auch immer. Und da werdet ihr auch sehen, dass er sehr lange überlegen muss bei manchen Fragen.
ja, wo er einfach nicht weiß, was er sagen soll. Das sind die Beispiele, die ich gerade sage, die mich dazu bewegen, zu sagen. Genau. Und ja, also auch allein der Umstand, dass er kein Deutsch spricht und so weiter und das Land liebt, seit er geboren ist und so weiter. Wir wollen es jetzt nicht nachspielen, das Interview. Wollten wir aber heute erwähnen, weil auch ich eher, das passt auch deswegen, weil auch ich ab und zu mal in Direktübertragung gefragt werde oder per E-Mail oder in Kommentaren, was hältst du eigentlich von den Toll, wäre der was für eine Direktübertragung? Und ich habe mich aus welchem Grund auch immer, ich kenne ihn schon länger, also von ihm schon länger gehört, seit mindestens letztem Jahr, habe ich mich nicht um ihn bemüht. Ja, ja. Ist ja auch so oder so. Das ist für mich aber auch ein Zeichen. Also ist, ich habe das schon öfters erlebt, dass ich mich nicht um jemanden bemüht habe und plötzlich hat sich herausgestellt, besser ist es. Intuition, ja. Gut. Ich kann dazu auch nur sagen, dass der Grund dafür, warum ich das überhaupt dir gezeigt habe und meine, dass man das dem Publikum zeigen sollte, dass sich wieder jeder seine eigene Meinung bilden muss. Und für mich ist in dem Zusammenhang immer entscheidend, wenn jemand mit einer Predigt kommt, zu wissen, was los ist. Nicht zu vermuten. Wir haben hier Thesen. Und ich schaue mir auch andere Thesen an. Mhm. Ja, und habe auf Channels Menschen gesehen, die ich respektiere mit ihren Thesen, auch wenn sie anders sind als meine. Aber ich bin sehr skeptisch, wenn jemand kommt und sagt, er weiß. Genau. Und wenn er sagt, er weiß, dann aber nicht detailliert erklärt, wie er drauf kommt, was er weiß, sondern das alles in einem Raum der Schwammigkeit hält, dann auch noch von sich selbst behauptet, dass er ein spirituelles Wesen ist, was eigentlich gar nicht von dem Planeten oder in dem Planeten hier konstruiert ist, wie wir Menschen. Dann wird es schwierig. Und all diese Dinge nicht weiter definiert. Ja. Und damit für mich den Anschein erweckt, dass er Menschen auf ein Narrativ stoßen will. Und wenn er dann noch davon spricht, dass wir Deutschen wieder die Auserwählten sind. Ja, was hat denn Hitler damals gemacht? Ja, der hat den Deutschen auch eingeredet. Ihr seid das auserwählte Volk. Natürlich. Ja. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, er war jetzt nicht so toll. Also, Ja, man muss doch mal ehrlich sein. Ich will nicht behaupten, dass er die Intention hat wie Hitler. Ich will auch nicht behaupten, ihn damit vergleichen zu wollen. Ich will nur sagen, was geschieht, wenn man Menschen einfach blind folgt oder was geschehen kann, wenn man Menschen blind folgt, nur weil sie einen schöne Dinge erzählen. Ich mache dir das schmackhaft. Ja? Ich sage dir, in 3 Wochen ist der perfekte Sturm und dann ist alles gelaufen und alles ist schön. Und dann sind die 3 Wochen oder 3 Monate um, ist immer noch nichts gelaufen. Mhm. Und dann ist es nächstes Jahr und dann kommt es dann und dann kommt es dann. Das macht alles keinen Sinn. Nein, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich auch, um das abzuschließen, für euch, liebe Zuschauer, ich rede jetzt auch nur von mir, die Erfahrungen gemacht habe in der ganzen Zeit jetzt, auch damals mit Q und so weiter, ja, dass ich gewarnt bin mittlerweile oder ganz hellhörig werde bei Leuten, egal wer das ist, die mir mit irgendwelchen Zeiträumen kommen, ja, und zwar relativ exakten Zeiträumen, weil ich nämlich ehrlich gesagt inzwischen glaube, dass die wirklich niemand weiß. Ach. Weil du kannst sie gar nicht vorhersagen, das ist eine dynamische Entwicklung, ja, die, da sind so viele X Unbekannte, so viele X Faktoren sozusagen drin, ja. Aus spiritueller Sicht kriegen wir Energien geliefert. Aber die kommen nicht nach der Uhrzeit, nach dem Glockengeläut. Nee, ja. Wir kriegen die Energien geliefert, die Substanz haben, energetisch Dinge zu bewegen. Mhm. Aber wie wir die Energie nutzen, liegt an uns. Ob und wann wir sie nutzen, genau. Das ist individuell. Das ist der spirituelle Aspekt. Darum kannst du das nicht vorhersagen. Du kannst nur Prognosen stellen, die mehr oder weniger logisch ineinander greifen können, wo du sagst, das ist wahrscheinlicher als das. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass mehr und mehr Menschen täglich wach werden, als dass mehr und mehr Menschen einschlafen. Die Tendenz kannst du vorhersagen, richtig. Das ist meine Überzeugung. Wenn das deine ist, sind wir hier d'accord. Erleben wir ja. Ja, ich meine, wenn das deine und meine ist, sind wir hier d'accord. So, aber mehr kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, am 15. März ist die Suppe gegessen. Aber wir können vorhersagen und sagen, wenn wir mit der These richtig liegen, dass jeden Tag mehr wach werden,
dann muss sich was verändern. Wird es irgendwann kippen, ja. Und wenn sich was verändern muss, wissen wir immer noch nicht genau, wie genau es sich verändert. Aber dass sich was verändert. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter und erkennen dann, wie sich die Dinge entfalten. Und es tut es eben, und das habe ich inzwischen wirklich, das darf man sich nie vorstellen, wie ein Schmetterling, der aus der Verpuppung kommt und sich dann plötzlich da ist und seine Flügel aufspannt. Sondern das geht dann wirklich in super Slow Motion dann einfach. Ja. Es ist wirklich jeder Tag ein kleines Stückchen, vielleicht an einem Tag mehr, aber an einem Tag spürbar gar nicht so wirklich viel. Aber diese, ich bin jetzt auch wirklich dadurch auch, vielleicht auch durch diese Longgespräche wahrscheinlich sogar, auch geduldiger geworden. Ich reg mich nicht mehr so auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ist, ja. Heißt aber nicht, dass es nicht auch Phasen gibt, wo es verdammt schnell gehen kann. Das richtig. Heißt, es kann Momente geben, die wir vielleicht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Wo Sie das Ganze nochmal... Was mir mein Gefühl sagt, aber das ist eine Prognose aus meinem Gefühl, kein Wissen. Wo ich sage, da können wir uns überraschen lassen, dass auf einmal Dinge noch viel schneller sich ins Positive drehen, als wir vielleicht im Positiven vermuten. Das ist eine Gefühlssache. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich damit sage, dann ist alles vorbei. Sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Wenn jemand glaubt, dass wir in ein, zwei Jahren jetzt auf einmal Klick gemacht haben und dann ist die freie Energie da und dann leben wir in einer völlig neuen Welt, das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Vision im Sinne, dass ich das von der Logik her hinbekomme. Aber dass wir dann in einer viel besseren Situation leben als jetzt, das glaube ich schon. Wie die im Einzelnen aussieht, kann ich nicht sagen. Ich habe gewisse Visionen, aber die können genauso Trugsbilder sein. Ja? Aber dass es dahin geht, das glaube ich sehr wohl. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen uns hinsetzen und sagen, ja, jetzt wird alles toll. Sondern wir das müssen immer wieder selber erkennen. Warten wird es nicht bringen. Ja. Und nicht keinen Menschen, darum nochmal zu dem Turl zurück, dass ich ihn hier nicht verunglimpfen will. Vielleicht tue ich diesem Mann Unrecht, vielleicht sehe ich die Dinge völlig falsch. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, der sich damit beschäftigt. Ich kann immer nur wieder darauf aufmerksam machen, dass wir Menschen darauf sensibilisiert werden sollten oder sensibilisiert sein sollten, niemand zu folgen, nur weil man Leckerlis schöne Worte weil es sich gut hat. Anfühlt, ja, oder Versprechungen bekommt und ja, so weiter. Ja. Kleines Beispiel, ja. Wir Deutschen und auch Österreicher, die man ja schon fast als Deutsche bezeichnen könnte, ja, von der ganzen Kultur, Kulturraum, all dem. Vielleicht ist das ja auch aus zeitlicher Sicht gesehen, geschichtlich so, dass das tatsächlich der Fall ist. Ja. Ich habe keine besondere Kenntnis darüber. Aber eins ist deutlich, es gibt... Ob es indoktriniert wurde oder ob es eine emotional eigenständige Eigenart dieser Völker oder dieser Bevölkerung ist. Es ist ein Neigungsprozess in diesen Menschen. Da müsste ich mich selber einbeziehen, weil ich auch aus Deutschland stamme. Mhm. Ja. Ich fühle zwar nicht so und vielleicht fühlen viele Zuschauer auch nicht so, das mag so sein. Aber du siehst aus der Geschichte heraus, dass sie diese Bevölkerung sehr hörig waren, einer höher gestellten Obrigkeit ja. Im Sinne von Person. Ja, ja. Ja, Uniform. Ja. Ja, uniformshörig. Wenn Hauptmann da ein, von Köpenick, wunderbar. Ja. Alles Beispiel, aber du kannst, das ist ja jetzt ein Film, ja, ob das wirklich so war, weiß man nicht. Aber die Geschichte sagt uns ja, dass aber es ist, über, klingt nicht unglaubwürdig. Über, also den, wir, ja. über den Befehl, ja, das war das Höchste, das musstest du machen. Ja. Und Preußen war so militärisch, dass sie selbst auf der Straße in ihren Freizeitbereich diesen Militärcharakter nach außen getragen haben. Das ist alles aus meiner Sicht nicht positiv. Militär ist grundsätzlich nicht positiv. Ja, finde ich auch, ja. Das Obrigkeitsdenken ist aus meiner Sicht nicht positiv. Also Militär aus mehreren Gründen, aber du meinst wahrscheinlich allein diese, wie Militär funktioniert, Befehl und Gehorsam. Darum geht es ja, nicht freiwillig zu entscheiden, genau. zu sagen,
Nur weil jetzt jemand einen Befehl gibt, hinterfrage ich den nicht. Genau. Jemand sagt, ich gebe dir den Befehl, schieß deine Mama tot. Ja. Ja? Dann sage ich, Mama, ich liebe dich zwar, aber ich kann es nicht ändern. Die haben mir den Befehl gegeben, ich muss das jetzt machen. Ja, okay, dann bist du eine Maschine vom Geistigen. Ja, das ist ein krasses Beispiel, aber das ist es doch. Mhm. Wenn ich einen fremden Menschen erschieße, ist das weniger problematisch, nur weil es nicht meine Mutter ist? Wohl kaum. Also, dieses Befehlsbetonte hast du ja nicht nur in Deutschland und Österreich, hast du auf der ganzen Welt, wenn es ums Militär geht. Ja, ja. Aber du hast hier in diesem Bereich über die Geschichte deutlich gesehen, dass das Obrigkeitsdenken hier extrem verhaftet ist. Und damit kannst du natürlich in solchen Völkern auch schön experimentieren. Viel besser arbeiten, in ihrem Sinne, ja. Mhm. Ja, und kannst ihnen auch Dinge einindoktrinieren, Verpflichtungen. Mhm. Du hast die Maske zu tragen, bis du stirbst. Du hast so und so viel... Es ist schon, ich gebe dir recht und die Realität gibt dir auch recht, weil Österreich und Deutschland die Länder momentan sind, die das schärfste Regime hier noch haben. Ja, und das können sie im Moment noch. Weil die Leute noch zum Teil mitspielen. Weil noch ein zu großer Teil. Ja. Ich sage nicht, dass es der größte Teil ist, aber noch ein zu großer Teil dieser Hierarchie folgt. Ich sehe doch, ich war doch gestern wieder einkaufen. Ja, nach langer Zeit habe ich gestern mal wieder jemand gesehen. Mann mittleren Alters, ganz normal, Durchschnittsmensch. Konnte nicht erkennen, dass ich ihn in irgendeine Schublade zu stecken hätte, ja, was ich sowieso nicht mache, aber ich war kein Erkennungsmerkmal, ob links, grün, gelb oder was auch immer. Ja. Der ist auch ohne Maske einkaufen gegangen. Da waren wir zwei. Mhm. Der hat mich nicht weiter beachtet. Der hat mich zwar vielleicht gesehen, aber gab es keinen Augenkontakt, dass er jetzt gesagt hätte, ey, komm. Kamerad im Geiste, Ich habe es mal so gedacht, als ich ihn gesehen habe. Ja, ich habe das auch schon mal erlebt. Ich bin auch nicht auf ihn zugegangen, weil ich dachte, nein, lass den Menschen da Ruhe sein, Einkaufen machen. Genau. Aber es war ein angenehmes Gefühl. Aber wir waren eben nur zwei. Und das habe ich ab und zu mal erlebt im Laufe dieser Zeit jetzt. Dass ich mal drei, vier gesehen habe, ist mir nie passiert. Mir auch nicht, ja. So, das heißt nicht, dass die Menschen, die da drin sind, zum Teil das gerne auch abgenommen hätten, aber sie tun es nicht. Sie tun es nicht. Und ich kann nur sagen, mir ist nichts passiert bis jetzt. Und diesem Mann scheinbar auch nicht. Sonst würde er das wahrscheinlich nicht machen. So, das hat auch damit zu tun, dass ein Glaube, der von innen kommt, dich schützt. Ich kann schon mit Angst in den Supermarkt gehen, ja, und dann werde ich sofort schon am Eingang blockiert. Oder ich gehe mit dem offenen Geist der Zuversicht, ja, der Freude und laufe da einfach durch. Das ist auch am Zoll mir schon oft passiert. Ja. Wenn ich da durchspaziere, da hatte ich auch schon mal Gedanken, oh, ich habe da irgendwas gekauft, das könnte jetzt so sein. Und dann bin ich tatsächlich kontrolliert worden, obwohl ich sonst nie kontrolliert werde. Da war schon meine negative Energie. Ein zündender Punkt, dass der eine oder andere vielleicht inspirativ den Funken empfangen hat. Gesagt, Moment den mal. Typen, den leuchten wir jetzt. Den schaue ich mir an. Ja. Warum auch immer, ich weiß selber nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, den schaue ich mir jetzt an. Ja. Ja, okay, das kann ich alles nicht beweisen. Das sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Verweise ich nicht in das Land der Träumerei. Das finde ich sehr. Kausal erkenne ich dann einen Zusammenhang. Ja, aber lass uns vielleicht, bevor wir jetzt das Gespräch wirklich abschließen, noch ein kleines kurzes Resümee. Ja. Mein Resümee aus der jetzigen Zeit ist, dass wir mit unserer These prinzipiell richtig liegen, in Details und Nuancen auch daneben, was ich aber als völlig normal und selbstverständlich erachte. Es wäre nicht normal richtig, wenn... Es wäre fatal, wenn das nicht der Fall wäre, dann richtig. Müssten wir Propheten sein. Ja, oder verhaftet werden, weil wir das dann schon vorher wussten. Ja. Dazugehören, genau. Und also, das ist das eine. Das andere ist, dass ich sehe, dass meine Vision weiterhin, mein Gefühl mir sagt, wir sind auf einem guten Weg, uns aus dieser Misere zu befreien, aber wir sind nicht unbedingt auf einem Weg, uns aus dem materiellen, geistig tiefer liegenden Aspekt
wirklich befreit zu haben, nur weil es uns besser geht. Weil, wie gesagt, es kann auch eine Honigfalle sein, wo wir reinspazieren und es uns besser geht. Ja? Die Frage ist, warum will man uns vielleicht in eine Honigfalle holen, wo es uns besser geht, und was will man eigentlich von uns? Und da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt, rational gesehen, wäre der zu sagen, da sind Menschen, die haben einfach einen unheimlichen Drang über Macht, die sie haben müssen und finanziell dann sowieso diese Macht ausnutzen, ja, damit sie die Macht haben, das über das finanzielle Bild bewegen. Das ist ja eigentlich ein perverser Gedanke, wenn man sich überlegt, aus einem normalen Denken heraus, warum soll ich Macht haben über dich? Ja. Wenn es mir gut geht und dir gut geht, warum sollte ich noch Macht haben? Mhm. Warum sollst du bei mir meine Wohnung sauber machen, wenn ich sowieso jemand habe, der die sauber macht, als Beispiel? Freie Energie, ein Roboter oder jetzt mal simpel gesprochen. Ja? Das muss also eine Art Pervertie sein im Geist, dass man das will. Ja, durchaus. Ja? Finde ich auch nicht natürlich und nicht normal. Vor allen Dingen dann, wenn du einen Planeten hast, wo Fülle ist. Ja, ja. Wo du dann nicht, ist es überhaupt nicht mehr notwendig. Ja? So ist es. Ja? Also kann es doch nur sein durch Irrsinnige, die das weitermachen wollen. Und das müsste man erkennen können, den Irrsinn. Oder aus spiritueller Sicht, nicht rein rational, dich in der Materie zu halten, damit du nicht aufsteigst. Nicht da rauskommst quasi. Wenn also ein Mensch den spirituellen Gedanken verwirft, da nicht drüber nachdenken will, weil es für ihn Spinnerei ist. Wird er nicht sich entwickeln. Ist eine Sache. Aber dann macht das für ihn keinen Sinn, was ich jetzt sage. Ja, ja, okay. Der kann das ignorieren. Ja, der kann sagen, komm, vergiss es. Genau, gilt für mich nicht. Ja, was der da jetzt erzählt, jetzt schalte ich ab. Ja. Ja, völlig okay. Aber für Menschen, die spirituell offen sind und die sich weiter öffnen, sollte das die Frage sein. Wo ist denn der Grund, warum ich in dieser Welt bin? Und wo gehe ich hin, wenn ich diese Welt verlasse? Weil wenn du spirituell wirklich an dem Punkt bist, wo du über das Rationale hinausgehst, dann gibt es für dich auch keinen Tod mehr. Dann heißt das, du bist auf diesem Planeten, in dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Und dazu brauchst du die Negativität genauso, die dir präsentiert wird. Ganz genau. Praktisch einen Bösewicht, der dir immer wieder das Gefühl gibt, du willst hier in dieser Welt bleiben, damit du hier nicht rauskommst. Du musst also irgendwann selber sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich inkarniere nicht mehr auf dem Planeten, weil ich jetzt meine Erfahrung habe. Ich bleibe jetzt in der vierten, fünften Dimension als Beispiel. Ja. Das nur noch mal zum Schluss für all die Zuschauer, die auch spirituell denken. Das gebe ich einfach mal am Schluss mit, für den Moment, sich darüber weiter Gedanken zu machen, falls man diese Gedanken noch nicht hatte. Weil es hilft, gerade in der Situation, die Sachen zu relativieren, die gerade passieren. Es etwas leichter werden zu lassen, ja. Danke dir, Mike. Liebe Zuschauer, wir setzen in die Beschreibung die Trudeau-Geschichte, den Toll, und Mikes Buch, das hier sowieso praktisch immer beim Salongespräch mit erwähnt wird oder einfach dann hier auch dazu passt, Illusionsspielzeug der Wahrheit. Und mehr haben wir nicht, aber das reicht ja auch. Also ja, ist gut. Wir haben den amerikanischen Komödien nicht erwähnt, ne? Dann müssen wir das nächste Mal besprechen. Spotify, da können wir das nächste Mal besprechen. Spotify und Rogan, der Podcaster, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Aber ich habe es ja schon am Anfang des Gesprächs gesagt, wir haben jetzt momentan so viele Sachen, wir werden uns hier wahrscheinlich nicht alles euch präsentieren können. Oder nicht uns, sondern ist dann vielleicht noch weiterentwickelt und noch genau, dann gibt es vielleicht noch mal mehr zu sagen. Mike, danke dir für 82. Salongespräch. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Gehabt euch wohl. Servus. Thomas, ich danke dir wie immer und einen herzlichen Dank an die Zuschauer und alles Gute.